Zum ersten Mal haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Wiesbaden Fahndungsfotos eines Gaffers veröffentlicht. Der Mann soll Videos und Bilder von dem schweren Busunfall im November letzten Jahres, darunter Nahaufnahmen von Verletzten, im Internet verbreitet haben. Bei dem Busunfall kam ein Mann ums Leben, 28 weitere Menschen wurden verletzt. Die Fahndungsfotos zeigen einen jungen Mann mit Smartphone in der Hand. Die Empörung über die Gaffer-Videos war groß.